Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Denken Sie daran, alles festzuhalten, was Sie hier tun. Naja, das ist schnell erledigt. Wir haben uns den Arsch aufgerissen, um die Initiative zu ernähren. Copy und Paste, fertig. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Die ersten beiden Außenposten hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war jedem vor Ort klar. Ich habe das Briefing gelesen und ich sorge schon dafür, dass jeder einzelne von uns wachsam bleibt. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von Ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von Ihnen zu scheitern. Ich habe diese Spur zwar noch nicht zu Ende verfolgt, aber nicht alle von Ihnen sind sofort gestorben. Ja, ich habe davon gehört, dass es vereinzelte Evakuierungen gab. Falls es einige von Ihnen nochmal versuchen wollen, sind Sie mir herzlich willkommen. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Ja, sehr schön. Das freut mich, dass wir hier jetzt einen Außenpost haben. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dass wir uns für Wissenschaft entschieden haben. Wie wir gehört haben, Nahrung und so weiter ist, glaube ich, wichtiger, als dass wir erstmal wie Soldaten oder sowas ausbilden. Das wäre jetzt im nächsten Schritt was. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Stimme kommt mir so bekannt. Wo ist das? Ist das Guy? Ist das Guy von Naruto? Ich glaube ja. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Okay, Sonnenblindheit? Was ist das? Also, Sonnenblindheit müsste ich mal googeln. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Wir stehen zwar noch am Anfang, aber es sieht vielversprechend aus. Jeder trägt seinen Teil bei und jeder ist wichtig. Wir wissen, wir werden es schaffen. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Das ist mit Sicherheit geil, der kommt mir so bekannt vor. Und ich habe mir jetzt auch wieder, ich gucke ja den Anime und ich lese nebenbei auch Bücher, beziehungsweise muss ich mir wieder ein paar Mangas kaufen. Ich habe mir jetzt auch noch einen anderen Anime dazu geholt, beziehungsweise jetzt habe ich bestellt. Und zwar Sword Art Online. Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren.
Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Der Sand kann von verschiedenen Orten stammen. Ich brauche mehr Daten, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Okay. Jedenfalls bin ich da sehr gespannt. Bin ich sehr auf die Sword Art Online. Das ist ja relativ beliebt. Er hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt. Und guck ich mal, wie das ist. Also, bin auf jeden Fall sehr offen dafür. So, Antwort Victor Carson. Mr. Josephs. Ich finde es beunruhigend, dass Sie glauben, ich ließe mich durch Credits von meinen Pflichten abbringen. Ich verstehe, dass Victor Carson ein Freund von Ihnen ist, aber das ist gewiss kein ausreichender Grund für mich, ihn aus der Kryostase zu wecken und nach Prodomus zu schicken. Abgesehen davon scheinen Sie zwei mir eine drohende Katastrophe zu sein. Ich weiß von dem Streich, den Sie und Mr. Carson vor der Reise nach Helios Everett gespielt haben. Victor Carson wird aus der Stase geweckt, wenn ich es für richtig halte, und einem Außenposten zugewiesen, an dem seine Fähigkeiten benötigt werden. Und wenn ich höre, dass sie über meinen Kopf hinweg zu Edison gehen, dann werden sie sich dafür rechtfertigen müssen. Verwalter Brecker. Fallnotiz 024 Dr. Ramirez. Patienten-ID 024. Symptome, Zustand, akute Schlaflosigkeit, Klaustrophobie. Details. Bei der Untersuchung keine zugrunde liegende organische Ursache erkennbar. Patientin wurde beim Erwachen aus der Stase durch mechanisches Versagen offenbar in ihrer Kapsel eingesperrt. Offenkundig ist ein psychosomatischer Fall, die Symptome sind jedoch akut. Tetravoxin und VR-Poststasis-Therapie verschrieben. Oder Post. VR-Post oder Post. VR-Poststase-Therapie verschrieben. Wiedervorstellung in 2 Wochen. Persönliche Anmerkung. Ich sehe zahlreiche Fälle von Poststase-Nervosität und verwandten Symptomen an. Die Techniker haben viele der körperlichen Folgen der Langzeitstase behoben, aber wie wir feststellen, wiegen die psychologischen Folgen sehr viel schwerer. Die Leute sind einfach nicht dafür geschaffen, für so lange Zeit ausgeschaltet zu werden. Ich sollte mit Hanley über die Langzeitstudie sprechen. Wir sind bei vielen Dingen die Ersten. Fallnotizen 076 Dr. Ramirez. Patienten-ID 076. Symptome, Zustand, mehrere Beinbrüche. Details. Der Patient hat bei Reparaturarbeiten auf dem Dach den Halt verloren und ist gestürzt. Die Jetpacks wurden nicht korrekt aktiviert. Mehrere Brüche im rechten Bein, schwere Verstauchung des linken Knöchels. Der Patient zeigt eine allergische Reaktion auf Anästhetika. Daher habe ich August und einige Ingenieure ausgeliehen, um 076 zu fixieren, während ich die Beine geschient habe. Anschließend wurde ein geeignetes Analgetikum verabreicht. Persönliche Anmerkung. Lauter Tag, aber hoffentlich eine Warnung für den Rest des Außenpostens, was die Wichtigkeit der Wartung von Jetpacks angeht. Der Patient verheilt gut, dürfte in einer Woche wieder fröhlich von Dächern fallen. Krass. Der hat sich das gebrochen, in einer Woche kann er schon wieder laufen? Okay, also die Medizin ist wirklich vorangeschritten hier. Normal so 6 Wochen mindestens, bis du die ersten, glaube ich, Dings machen kannst. Ne? Ich habe mir mal meine Bänder gerissen. Am rechten Knöchel. Und das hat 6 Wochen gedauert, bis sie wieder so waren, dass man einigermaßen laufen konnte. Davor habe ich nämlich so Gehhilfen bekommen. Da war ich das Highlight in der Schule. Da waren gerade Pause vom Abitur. Wir waren bei Verwandten und ich war so eine Art Trampolin. Ich war so eine Art. Das war so ein aufgeblasenes halbrundes Teil. Also wie so ein bisschen wie ein Zylinder, aber nur die Hälfte des Zylinders. Und die war aufgeblasen. Da konntest du hin und her springen und das einer gegen mich gegengesprungen. Und ich bin dann umgeknickt beim Aufprall, also beim Runterfallen. Und hat's richtig schön so klick. Und dann. Ja, bin ich da weggehumpelt und dann, scheiße, ne, mit Schock und so weiter bin ich noch halb zum Auto gerannt und dann wurde der Knöchel so richtig fett. Ja, und dann gleich im Krankenhaus. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so oft jetzt, jedes Mal, wenn ich im Ruhrgebiet bin, lande ich im Krankenhaus. Ich war keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich da war ich im Krankenhaus.
Die kennen mich da jetzt schon ganz gut. Ja. Jedenfalls hat das 6 Wochen gedauert. Und das war zu der Zeit. Ja, genau, das war. Da war ich 18 dann. War ich das Highlight, weil da war gerade Abitur war gerade abgeschlossen, hattest noch ein bisschen Pause, damit die Lehrer das da. Du warst fertig mit der Schule, hattest die Prüfung hinter. Ich hatte die Prüfung hinter mir. Und er hatte dann sozusagen Ferien. Und dann musste ich nur noch wieder um das ganze Zeugnis abzuholen und so. Und ja, und so ein paar andere Sachen noch. Und dann bin ich da mit Gehhilfen. Dann war ich natürlich erstmal, was hast denn du gemacht und sowas. Und dann ist es mal, ja, ich habe da aber nicht gesagt, dass ich Trampolin springen war. Das ist jetzt nur ein Geheimnis zwischen uns. Das war mir damals bald nicht, dass ich Trampolin gesprungen bin mit 18 nochmal. Ja. So, wir scannen das jetzt nochmal. Das Beste, als ich dann von den Verwandten nach Hause gekommen bin, das war, also die Versorgung war ziemlich gut, aber da bin ich das erste Mal mit dem Rollstuhl gefahren. Das war auch ganz lustig eigentlich. Nur, dass ich halt den Vorteil habe, dass ich dann hinterher nach ein paar Wochen wieder laufen konnte. Und ich nicht mein ganzes Leben da drin sitzen musste. Deswegen war das eigentlich ganz cool, mal daran auszuprobieren. Jedenfalls bin ich dann nach Hause gekommen und das Erste, was ich dann sehe, war der Marschbefehl von der Bundeswehr, weil ich dann eingezogen wurde für die Wehrpflicht. Das war richtig, da habe ich richtig gefreut. Hast du gerade in der Bände gerissen und kriegst du dann einen Marschbefehl, dass du dich in 2 oder 4 Wochen dann bei den Panzerpionieren melden darfst. Ja, war super. Mhm. Arbeitsplan Woche 2. Wassergraben Reparaturteam. Kane Fawkes, Teamleiter, Lorelei Smith, Wasserrohre, Matthew Kinnison, VI Reprogrammierung, Anhang Kanalschäden, .hsm, Einrichtung des Wetterüberwachungsgeräts, Axel Jennings, Teamleiter, Seil, Varax, Farax, Jamie Kasperik, Anhang Standortüberwachungsgeräte. Ah, ein Standort, das ist sehr gut. Dienstpläne. In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Hier, Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Nur ein Ort passt zu dem Sand an der medizinischen Ausrüstung. Ein Monolith. Gehen wir. Nö. Terminal, Scratchpad, Login, Chefingenieur, Kane, Fawkes. Diese Datei ist voller Skizzen, Annotationen und Explosionszeichnungen. Viele drehen sich um ein kombiniertes Straßen-Monorail-Netz für IOS. Es sind mehrere verschiedene geniale Entwürfe zu sehen. Wenn ich nachdenken muss, hilft es immer, auf den alten Klassiker zurückzufallen. Darunter befinden sich mehrere Skizzen von eleganten Neukonzeptionen der Tram-Systemkarte der Nexus. Auf einer Seite wurde eine Reihe heruntergeladener Statistiken zum prognostizierten Bevölkerungswachstum im kommenden Jahrhundert eingeführt. Das sind teilweise echt schwierige Wörter. Wir haben einen Basiswert. Was Zahlen angeht, ist auf Bradley immer Verlass. Neben den Statistiken befindet sich eine einfache Skizze von Prodomus. Gestrichelte Linien zeigen die Expansion. Detaillierte Skizzen die Wasser- und Abwasserleitungen unter der Erde. Drahtlose Strom, Router und den Fluss des Fußgängerverkehrs. Schlampig, aber ist ein Anfang. Gruß von der Nexus, Fawkes. Wie ist es da? Ich habe gehört, dass Bradley alles reibungslos organisiert hat. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich will alles über EOS wissen. Hier ist es sowas von langweilig. Also muss ich quasi durch dich aufregende Dinge erleben. Oh, erinnerst du dich an das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe? Die Hazari? Wie geht dieses Wochenende aus? Ich fasse es nicht, dass sie wirklich Ja gesagt hat. Wünsch mir Glück. Jetzt bist du an der Reihe, Kumpel. Alice. Alter, so eine Hazari? Ja. Kann man sich schon mal gönnen, aber so ein Azari, ich meine, die sehen schon scharf aus. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Ehrlich? Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Fawkes, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen.
Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation, alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern, glauben Sie mir. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. Danke. Die bescheißt bestimmt beim Pokern. So, gut, wir wissen, wo wir lang müssen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo ist Mano mit abgeblieben. Der ist irgendwo ganz am Arsch der Welt. Vielleicht kann ich den hier beim Außenposten, kann ich den dann nochmal neu anfordern? Wo ist denn der überhaupt? Da oben bestimmt irgendwo. Scheiße. Ah ne, da. Wollen wir uns den mal aus ökonomischen Gründen holen wir uns den einfach mal her, anstatt hinzulaufen. Hier haben sie wenigstens anständige Geschütze hingestellt. Das hätten sie schon von Anfang an dahin einbauen müssen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht bei den ersten Missionen nicht gemacht haben. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So. Da bin ich ja mal gespannt. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Moment. Ich habe hier einen offenen Kommkanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein, Jennings. Wenn du Schiss hast, kannst du dich gerne hinter den vier Riesen verstecken. Ich hab zu arbeiten. Verdammt! Wir müssen sie finden, bevor sie ihre Blödheit noch umbringt. Oh fuck, die Crew retten. In 2 Minuten. Oh shit. Nein! Shit. Jetzt musst du da. Nein. So, jetzt. Schnell hin, Alter. Jetzt auf Zeit, so eine Scheiße. Oh fuck, ist da nicht die Strahlung so mega hoch? Ich hoffe nicht. Pathfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte. Möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Ich mag keine Felsen, die den Nomad unter sich begraben könnten. Selbst wenn sie noch so interessant sind. Ja, wir haben auch keine Zeit dafür. Weil wir müssen da jetzt die Crew retten. Was ist denn heute? Ich mach das Arrow immer so komisch. Pathfinder. Helfen Sie uns! Bitte! Fuck, ich möchte ihn scannen. Kann ich ihn scannen?
völlig hinter Skin. Alter! Ein Tilger. Hat man den schon? Hä, wo ist denn der hin? Alter Schwede. Erstmal alles nachladen. Er ist tot. Der sieht nicht mehr gesund aus. Sind die alle gestorben? Wo sind denn die Überlebenden? Denn sind zwei. Okay, zwei haben überlebt. Haben die anderen übergefahren? Ist das meine Schuld? Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ist Ihr Experiment mit den Relikten etwas schiefgegangen? Okay, wer hat gequatscht? Kasparek? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Cat beschützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Weil ich eine superintelligente KI habe und genügend Erfahrung mit den Relikten, um vorsichtig zu sein. Jennings, das hier funktioniert nicht. Wir haben es versucht. Ach, na schön. Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Alter. Guck mal, wie viele von denen sind gestorben? Nur weil... Die Idioten. Wahrscheinlich haben wir den selber überfahren. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Fähigkeiten. Wir gucken uns mal die Fähigkeiten an. Biotik. Wir könnten unseren Sturmangriff... Einen Moment, ich gehe nochmal auf den Kampf. Wir haben nämlich 4 Punkte. Wir könnten unsere Barrikade verbessern. Wir können unser Flak verbessern. Flächenschaden und Flächenstärke. Sturmgewehre können wir auch. Packe ich da mal hin. Und Kampfwerkzeuge. Nahkampfschaden nehmen wir mit. Genau, so machen wir das. Das nächste Mal machen wir dann irgendwie Flak oder sowas. Schütze! Das Soldat ist jetzt auf Rang 2. Profisoldat auf Rang 2, okay. So, Cora. Hat 2 Punkte, geben wir ihr die Nova dafür. Und Vetra. Vetra hat auch 2 Punkte, da geben wir den Betäubungsschuss auf Nummer 2. So. Dann speichern wir das jetzt nochmal ganz kurz, da ich gerade sowieso im Menü bin und aus die Maus. So. Das war das Ding, was wir gefunden haben, ne? Das war... Jetzt wissen wir auch, was es bedeutet. Und warum das da war. So, Karte. Was ist das? Steine klopfen, vielleicht... Nee, Strahlung 3. Nee. Das machen wir nicht nochmal. Eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja, das machen wir nicht normal. Wir fahren jetzt zum nächsten Außenposten und lassen uns da. Oh, das geht auch. Ich wollte da eigentlich nur einen Nav-Punkt setzen. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Ich wollte mich eigentlich jetzt kann ich mich jetzt nicht nach abholen lassen von meinem Schiff? Kann ich denn jetzt eine Schnellreise zum Schiff machen? Na also, machen wir doch das Dach. Das doch so. Geil. Geilo. Und dann gucken wir, was Andromeda noch für uns bereithält. Eos haben wir soweit fertig. Ach, wir müssen noch mit dem Mörder müssen wir noch reden. Atmosphäre.
Atmosphärenaustritt erfolgt. Voll geil. Ich finde das voll geil. Ich hätte auch gern so ein Raumschiff, ey. Oh. Ich bin in der Zeit in der falschen Zeit geboren worden. Ich würde das voll gerne miterleben. Solche Sachen. Scheiße. Schade.